Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, wir steigen auch mal gleich ein. Natürlich. Cody, ja, ist mein, wie soll man sagen, wo ich schon mal durchgespielt habe. Ja. Also, ich werde mit euch die Hauptstory machen, das ist Comeback. Und dann die Galaxie erobern. Da werde ich allerdings nur Herrschaft des Imperators machen. Imperiums. Die anderen drei, die Geburt der Rebellion, Aufstand, der Aufstand der Föderation und die Hoheit der Republik, werde ich nicht, außer ihr wollt es. Mehr Spieler. Naja. Werde ich nicht machen. Weil ich es auch nicht so die große Lust habe. Ja. Nur so ein paar Infos. Weil ja meiner gesagt hat, ja, die Sturmtruppen, kommen ja auch vor, werden keine Klone mehr. Stimmt nicht. Wird ja auch nochmal gesagt. Ich habe da aber im Buch nachgelesen, was ich habe von Star Wars, und da steht drin, es sind halt nur alte Spender von Jango Fett in der 501. und welche neue. Und da noch ganz normale Menschen. Weil Commander Cody dient ja auch noch in der Armee der Republik. Also, ja. Aber wir werden jetzt einfach mal starten. Überspringen. Nein, Trainingsmission brauche ich nicht. Es war mal einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Ja. Star Wars. Jetzt könnte ich wetten. Battlefront, ne. Der Fall der alten Republik. Das geht ja mal so langsam. Das muss ja nicht sein. Ein Schatten legt sich über die Republik. Die Klonkriege hat die Galaxis entzweit. Die Treue und Entschlossenheit der Bevölkerung wankt. Na, der oberste Kanzler Perbelding hat eine Elite-Division der Klontruppen, die 501. Die Legion zusammengerufen, um die Bedrohung durch die Separatisten ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Ihre Unerschütterheit, Loyalität dem Kanzler gegenüber und ihr verzweifelte Verlage der Republik, den Krieg zu beenden, haben zur Aufführung von Perpetin ultimativen Plan geführt. Auf den fortgeschrittenen Planeten Maitito schließt sich die 501. Jedi-Meister Ketia Mundi an. Die erste Schlacht, die über Schicksal der Galaxis bestimmt werden, steht so bevor. Ja. 501. kennt man. Das Clone Wars und aus dem dritten Teil. Wo es ja dann auch ein Anakin Skywalker als beziehungsweise Darth Vader unterstellt wird. Ja. Ja. Wird auch dann zu Vaders Faust. Ja. Maitito zwischen den Ruinen. Ja. Ja. Zwischen den Ruinen. Ja. Was man auch sagen kann, Battlefront 2 ist so ähnlich aufgebaut wie Battlefield, ja. Journal der 5. zwischen den Ruinen. Ja. Aber da hat er falsch gedacht. Ja, und wir können uns auch gleich mal eine Klasse wählen. Nehmen wir einfach mal Klontruppe. Klontruppe. Und steigen ein. So. Könnt ihr nicht aufspringen?
Ah, wir nehmen langsam. Oh, verdammt. Ah, da oben, das ist gut. Ja, also jetzt soll man halt hauptsächlich, also ich hatte es ja schon mal durchgespielt, hauptsächlich geht es ja mal um Erobern und... Da waren wir schon tot. Ja. So schnell kann es gehen. Ja, wie ging denn jetzt nochmal rennen? Genau so ging rennen. Ja, ich bin ein bisschen raus. Ja. Mein Chance, müssen wir immer vor die Füße rennen. Stehen hier bei Medizintruiden. Ist eigentlich immer gut. Man sollte sich. Ja. Aber wir haben ja gleich eingenommen. Ja, genau. So ist besser. So finde ich. Ja, irgendwie kann ich. Ja. So, irgendwas war da jetzt wieder. Ja, ich spiele lieber das nicht. Ah, ich sehe einen Weg. Okay. Na, komm her, komm her. Ja, was man zu meinen anderen sagen kann, da bin ich übrigens General. Ja, immer. So, jetzt kann ich nämlich auch meinen Lieblings nehmen. Oh, eine Magna-Wache. Da toll, Troitika.
Ja, das macht schon mehr Spaß. Das möchte ich ja. Aber nicht mit meinen Läufern. Sonst mache ich nicht mehr mit. So. Na toll. Immer noch ein Panzer von denen. Aber wenigstens beschützen die uns. Nee. Vor allen Dingen, jetzt dürfen wir wieder von dahin. Ist das nicht toll? Aber wenigstens können wir jetzt noch ein paar. Na toll. Was? So. Dieser Scheißer da hinten, der geht mir richtig. Dieser Panzer tut mich so langsam den ganzen Tag versauen. So. Was? Seit wann liegt das da hinten wieder? Das schmeckt mir überhaupt nicht, Leute. Das. So, Trötiger, das war nichts mit dir. Ich will jetzt auch nicht unnötig sterben. Ja. Weitschießen ist was anderes. Die haben bestimmt mal bei der Marine gedient. Das ist. Und ja, gleich. Ich will mitfliegen. Jawohl. Und Sieg. Einmal oder zweimal? Ich glaube einmal gestorben. Das reicht. Ne, zweimal. Bescheiden bleiben. Wir hatten es ja schon ganze Zeit in der Clone Wars Serie. Aber ich möchte da jetzt nicht so viel feiern. Der, mal gucken. Adlerauge, Lord Vader. Staatsfeind Lord Vader. Mhm. Sehr persönliche. Mhm. Ja. Medaille, Ausdauer 2, Kriegszeit 1. Wäsche 2-mal. Mhm. So, mal gucken. Rang. Mhm. Gefreut, na toll. Naja, sollen uns jetzt nicht abhalten und wir machen dann weiter im nächsten Part von Battlefront 2. Bis dahin eine wunderschöne Zeit und